Vielleicht solltet ihr mit der Visierer Zulamin darüber sprechen, wie sie es sich ausgemalt hat. Kann ich gut mit Menschen. Mach du das. Das kann ich machen. Okay, aber ich möchte Stahl anbringen. Stahl anbringen. Und ich will die Schmiede. Das werden wir hinbekommen. Gut. Na dann wird er einmal zugenickt. Keine großartige Verabschiedung. Gib mal die Säge. Dreh mich auf der Hacke um, greif nochmal nach der Säge und ohne hinzuschauen reiche ich ihn da nach hinten. Ja, so habe ich meine Aufgaben auf dem Schiff erledigt, das was ich hier machen wollte. Und begebe mich dann wieder in die Stadt, um mich meinen eigenen handwerklichen Arbeiten zu verrichten. Erstmal gehe ich in den Palast, um mit Zulamin zu sagen, ja, ich habe hier jemanden gefunden, der den Tempel aufräumt. Gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Nicht erschwert. Ja, stimmt. Natürlich. Das wird bestimmt gut laufen. Oh, ja, gut. Ja, du findest auf deinem Rückweg am Bazar tatsächlich auch eine Schmiede. Die ist da installiert. Die Handwerker sind auf alle Fälle weg. Vielleicht gefressen, vielleicht mutiert zu Fischen, aber es gibt Schmieden. Ja, du kannst dir Bericht erstatten, hat da wohl gerade, kannst du kommen, wenn du willst und ihr das erzählen. Ihre Gnaden, Zulamin. Ihr ja, seid hier. Montes. Ich hab mit dem Ingerim Geweihten auf unserem Schiff gesprochen. Er möchte eine Schmiede haben. Hab eine gefunden, die sollten wir auf ein Schiff verladen können. Darum kümmere ich mich aber. Weshalb ich hier bin, der Raya-Tempel ist ja noch renovierungsbedürftig. Der Geweihte würde sich dem annehmen. Würde er das? Ja, wir haben natürlich unser Bestes gegeben, aber naja, wir sind alle keine professionellen Handwerker. Ich war eigentlich noch auf der Suche nach einem Maler, um das Fresko aus... Zulamin gerade den Bauch. Wohl eher den Bart. Ich hatte ihm versprochen, um eine coole Frisur zu Geiles machen. Geiles Bartöl reingewichst. Ja. Was ist denn hier, Alan? Nichts. Schön glänzender Bart, Boltax. Boltax hat sich das verdient. Ohne seine Elementare und ohne seinen Bruder wären wir verloren gewesen da unten. Mhm. Diese Fähigkeit liegt in der Familie. Spricht eigentlich was gegen Stahl im Raya-Tempel? Stahl? Er will Stahl anbringen. Oh. Dieser Barbar. Ihr könnt den Stahl doch schön anmalen. Ich weiß nicht. Allein dieses Ansinnen stimmt mich skeptisch. Vielleicht sollten wir lieber einen Künstler beauftragen. Und was war das mit der Schmiede? Wir hatten doch eine Schmiede an Bord, oder bin ich da falsch informiert? Eine Feldschmiede. Ja, Ich stelle mir vor, eine Feldschmiede ist eine portable Schmiede? Was will er denn mehr? Vielleicht braucht er einen größeren Amboss, vielleicht braucht er mehr Werkzeug, was wir da haben. Vielleicht braucht er einfach nur mehr Platz. Wir werden diese Stadt nicht plündern. Wenn er, ich weiß nicht, Angroschminie kann das einschätzen, ob wir so etwas wirklich brauchen. Und wenn, dann kaufen wir ihm eine, aber wir nehmen sie auf keinen Fall einfach mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie hier in der Stadt gerade auch eine Schmiede brauchen, in Anbetracht dessen, was alles wieder aufgebaut werden muss. Oh, und ich wollte noch... Sie bräuchten wohl auch einen Schmied. Was lässt euch denken, dass es hier keinen Schmied gibt? Recht? Vermutlich so heruntergekommen wie alles andere, aber ja, irgendjemandem wird diese Schmiede gehören? Oder ist es eines der vielen leerstehenden Gebäude hier? Ich habe niemanden drin gesehen. Schien leerstehend zu sein. Tür war auch offen. Zumindest hat sie niemand nach sich geschlossen. Nun, wir werden sehen. Vielleicht... Ich weiß nicht, ich traue ihm nicht recht mit dem Tempel. Wir haben aber gerade auch nicht viele bessere Optionen. Vielleicht möchte er sich auch ein wenig um den Hafen kümmern? Ich hatte überlegt, Leute zusammenzutrommeln, um wenigstens einen der Stege wieder herzurichten. Muss ja nicht gleich so groß.
So einen Steg könnte man ja aus Stahl bauen. Das scheint mir verschwendet, aber... Wenn ihr meint? Ah, er freut sich bestimmt. Und so wäre der Steg wenigstens wirklich fest. Den Effa-Tempel können wir ihn wohl nicht loslassen. Der hätte eine Renovierung nämlich auch sehr nötig. Weiß jemand, was aus dieser Geweihten geworden ist? Der Swafni-Geweihten mit den verkrüppelten Beinen? Ja, bestimmt sitzt sie immer noch da. Weglaufen kann sie ja nicht. Vielleicht sollte jemand sich irgendwie um sie kümmern. Sei denn, sie ist da glücklich. Ich weiß auch nicht. Diese andere Geweihte, wenn man sie so überhaupt noch nennen kann, sie hat immer Zeit mit ihr verbracht, mit der Swafni-Geweihten. Wie kann es sein, dass sie nicht realisiert hat, wie verdorben sie war? Sie hat sich uns entgegengestellt. Ich höre Hasswulf schon. Eferdis sind schwach im Geiste, Eferdis sind verführbar. Nur Swafni-Geweihte sind gegen die Versuchungen der Widersacherin gefeit. Ich wünschte nur, er würde nicht auch noch Recht behalten damit. Aber irgendwie tendieren Swafni-Geweihte dazu, ihre unteren Extremitäten zu verlieren. Tatsächlich, jetzt wo ihr es sagt? Sagt das nicht dort, wo er euch hören kann. Es sei denn, ihr wollt euch schlagen in dem Fall, bitte. Ach, ich würde mich doch nie mit ihm schlagen. Ich würde ihn tanzen lassen und dann weggehen. Teuer. Was tut der mal Rafim? Also erstmal habe ich mir ja noch zwei Gefangene übrig gelassen. Von denen würde ich gerne wissen, wo sich ihre Anführerin versteckt. Ja, das wissen die auf alle Fälle. Haben mittlerweile dann auch ihren Drogenrausch, also der harte Entzug, hat sie dann zitternd irgendwie in den Zellen zurückgelassen. Kannst du dann ihre eigenen Pisse finden. Und für ein Brot und einen guten Schluck Orangensaft werden sie dir tatsächlich sagen. Das ist ihre Forderung. Sie haben einfach Hunger, sie brauchen einfach irgendwas, sie sind nur am Zittern. Ja, können sie haben, ist mir egal. Ja. Ich sag's dir, über die Ternbrücke, der Nebel ist weg, ja? Über die Ternbrücke, und du legst in die Stadt rein nach Süden, da gibt's das Spielhaus, Goldene Hand, Goldene Hand! Ja, und wo wird sie mit ihren Männern? Was? Wo wird sie mit ihren Männern da hocken? Ja, wird sie da noch? Bestimmt. Aber sie ist noch jung. Sie hat keine Ahnung und sie sagt irgendwas mit übernatürlichen Feinden. Mit denen legt sie sich nicht an. Sie hatte Höllenangst vor den Maimakultisten. Sie wusste, das sind Bakterien. Sie hat das Geschäft von ihrem Vater geerbt. Er war aber ein Chef vor ihr. Und jetzt kontrolliert sie den Schmuggel in der Stadt. Die einzigen Boote, die über den Hafen kamen. Und jetzt sind sie tot. Ja, das ist richtig. Sie sind im Spielhaus. Sie hat das Geschäft von ihrem Vater geerbt. Das war der Bandenchef vor ihr. Ja, ich hab dich auch beim ersten Mal verstanden. Hier, viel Spaß mit deinem Brot. Kuga, komm her. Hast du ein bisschen Staub für mich? Ein bisschen Feenpulver. Gib mir ein bisschen Feenpulver, Mann. Ich brauch's. Ja, ich geh einfach von dem weg. Kuga, komm her. Soll ich mir die ganzen Mittelreicher formationsbereit haben. Und sorg auch dafür, da sind die Männer ausgeruht. Sie sind wieder ausgeruht. Ja, wunderbar. Ich will die auch formationsbereit haben. Die beiden Ferkiner solltest du aber noch hier liegen lassen. Frag sie, ob sie mitkommen wollen. Wenn sie mitkommen wollen, dürfen sie mitkommen. Okay. Kirkamosch Kornen geht ab. Ja, ich würde mich dann selber auch schon mal vor dem Blauen Palast stellen und warten, bis die Männer eintreffen. Ich hoffe, das dauert nicht so lange, so groß ist die Stadt ja nicht. Die Wunden sind wieder zugewachsen, einige haben sich noch Salz in die Wunden gerieben, damit die Narben frisch bleiben. Und so kannst du sie dort sehen, einigen die Zähne ausgeschlagen, aber vielleicht schon einige Prothesen aus Holz, die sie sich da eingesetzt haben, Holzprothesen, einzelne Zähne oder ganze Gebisse. Und so stehen sie vor dir. Der ganze verbliebene, 38 Kurge, einige besonders groß, die Rorschassi. Du kannst den Stierkopfschaman dort erkennen, wie er mit blutigen Zähnen irgendein Tier gebissen hat.
und auch Trak von Kekra. Ja, wunderbar. Wo sind die Mittelreiche? Ja, du kannst sehen, die Dukatengardisten durchkämmen wohl immer noch die Stadt, aber das Falkenbanner, die leichte Infanterie von dem Major Tioma Dreischberger sind ebenso angetreten. Und du kannst auch erkennen, die beiden Ferkiner humpeln wohl ebenso heran, haben sich dann so Stützen aus Holz gebaut und werden dann jetzt wohl ihre Reitersäbel einhändig ohne einen zweiten führen. Ja, sehr gut. Ich werde wie spät ist es? Ja, also wahrscheinlich so 14, 15 Uhr. Sonnenhöchststand ist auf alle Fälle schon vorbei und ausgeruht sind die auf alle Fälle. Okay, wunderbar. Wie lange brauche ich dahin? Mit dem Nebel, keine Ahnung. Ohne den Nebel würdest du sagen, es sind 600 Meter durch die Stadt. Ja. Also du würdest sagen, ja, 20 Minuten. Okay. Das ist wunderbar, weil dann wirkt meine Liturgie noch. Weil die hielt nämlich 20 Stunden. Dann marschiere ich vor. Junge. Möchtest du die umbringen? Nö, aber ich will die einschüchtern. Okay. Ja, ich glaube dann, die anderen Leute marschieren dir hinterher, alle in Reihe und Glied. Die Trollzacker weniger in Reihe und Glied, aber vor allem das leichte Falkenbanner, die sind hochgedrillt. Und gibt's Schlachtgebrüll oder irgendwelche Lieder, die gesungen werden dürfen, oder sollen die ruhig sein? Na, Schnauze halten. Falkenbanner, ich hab euch dabei, damit ihr die festnehmt. Ich werde da reinmarschieren, denen ganz freundlich erklären, dass sie sich jetzt zu ergeben haben oder ich sie alle umbringen werde. Und dann werden die sich ergeben. Oder ihr werdet dann auch die Leichen aufräumen, wenn sie sich nicht ergeben. Das wird sich jetzt gleich ergeben. Würfel mal Gassenwissen. Klar. Der wütende Bob, ich weiß nicht, ich glaube, da waren noch 60 Leute über oder sowas von den ehemals 100. Ja. 16. Sagenhafte eine Person. Du kannst sehen, wie es wohl ein Speer ist oder sowas. Allerdings ist er wohl auch unter Drogenrausch. Anstatt dass er Meldungen macht bei den anderen, läuft er dann auf euch zu, wie so ein Berserker. Vielleicht war es auch wie Berserker-Droge, die er genommen hat. Und wird dann eben mit seinen Säbeln versuchen, auf dich einzuhacken. Die anderen Leute, die dann im Hintergrund stehen, die 40 Trollzacker, die 50 leichten Infanteristen, scheinen ihn nicht zu beeindrucken. Er hiebt und hiebt und hiebt. Und du guckst ihn dir an, wie er auf die Rüstungsplatten von Pharmalob pickt. Ja, ich möchte ihn gerne ohnmächtig prügeln, ohne meine Waffe. Ja, schlägst zu, seine Nase bricht, seine Zähne werden ins Innere getrieben und mit einer blutigen Explosion geht er auf den Boden. Es klickt einmal und die ersten paar Fesseln werden angelegt. Wunderbar, ja, dann würde ich einfach die Männer draußen vor der goldenen Handaufstellung nehmen lassen und ich selber würde einfach durch die Tür marschieren. Du siehst die Drogen- und Spielhölle par excellence überall um dich herum. Es riecht unglaublich ekelhaft nach Kotze. Und viele Schläger, die dort mit einem Bier, möchtest du es nicht bezeichnen, mit einem alkoholischen Getränk von fragwürdiger Herkunft sitzen sie dort oder aber mit irgendwie verschmierte Tischplatte mit irgendwie Feenstaub vor sich. Und die werden erstmal nicht reagieren. Du siehst, wie wohl eine in einer dunklen Ecke sitzt, neben sich dann noch ein paar Wachposten. Die scheint aber ebenso erstmal nicht zu reagieren, ist aber laut deiner Einschätzung, laut deiner Gassenkunde, die Anführerin Neraida. Ja, Rafim würde in der Tür stehen, nimmt so ein Schwert in die Hand. Neraida! Ja, komm! Sie erhebt sich und kommt verunsichert auf dich zu. Trägt eine Augenklappe. So, das ist jetzt der Moment, wo ihr entscheidet, ob ihr alle sterbt oder lebt. Ich bin hier der Chorgeweihte und ich habe meine Waffe in der Hand. Wenn ihr eure zieht, werde ich euch einen nach dem anderen abschlachten und keinen einzigen von euch am Leben lassen. Oder ihr ergebt euch jetzt und ihr schaut, was die Visierer mit euch macht. Das sind eure zwei Möglichkeiten, entscheide dich für eine. Nee, Mann, mit Chor legen wir uns nicht an. Eine Sorge. Das ist gut. Aber scheiß auf Chor. Scheiß auf die Götter. Oh. Sag deinen Männern, sie sollen nach draußen gehen. Sich auf den Boden legen.
und festnehmen lassen. Männer und Frauen, wir ergeben uns. Mit den Schlechtern vom Malmar legen wir uns nicht an. Keiner zieht eine Waffe, ja? Und wenn ihr nicht gehen könnt, dann kriecht ihr halt. Oder krabbelt, ist mir egal. Keiner erhebt die Waffen. Ja, ich schau mir das an und lasse die auch alle fesseln, aber wenn die wirklich sich nicht wehren, dann will ich die auch nur abführen. Ja, also es gibt halt so mehrere Leute, die einfach gar nichts mehr mitkriegen. Die musst du halt rausschleifen lassen. Diese ganze Spielhölle ist einfach unglaublich ekelhaft. Du willst da nicht mehr als 3 Schritte reingehen. Aber deine Trollzacker, die kennen da nichts, die machen das. Und ja, ihr könnt dann allesamt rausziehen. Wie gesagt, es sind noch grob 60 übrig. Die anderen sind verletzt, wohl noch immer verletzt von der ersten Schlacht gegen dich. Aber ja. Ja, ich möchte alles einsammeln an illegalen Drogen, an Wertgegenständen, was die geplündert haben. Weil das gehört ja alles rechtmäßig der Visierer und muss jetzt zugeführt werden. Dauert den ganzen Tag. Du kannst würfel mal ein W20. Ja. 2. 20 Stein kannst du an Schmuggelware konfiszieren. Also vor allem harte Drogen, die auch gestreckt sind, Rauschkräuter. Also das ist nicht mal Zeug, was du nehmen würdest oder was du in aller Anfang nehmen. Also nicht mal im Schlund wird sowas gehandelt. Ach du meine Güte, wo haben die das Zeug denn her? Das ist ja unfassbar. Gifte kannst du auch finden, also vor allem auch so richtig tödliche Sachen, ne? Das ist so aus irgendwelchen Fischen hergestellt. Du kennst dich damit nicht ganz aus, aber auf Nachfrage können dir das dann die anderen bestätigen. Das ist richtig hartes Gift zum Töten. Das ist nichts, was irgendwie Jalan sich auf sein Kurzschwert oder sowas auftragen würde, um irgendwelche unschuldigen Obstbauern zu hintergehen. Das ist richtig, richtig krasses Zeug. Ja. Dann marschiere ich abends wieder zurück. Visierer! Visierer! Sulamin, jetzt mach die Tür auf. Ist gegangen? Sulamin, ich habe deine Freunde mitgebracht. Also, nicht deine Freunde. Ich habe die Bekloppten eingesammelt. Ah, ich sehe. Und das ist die Anführerin? Ja, das ist Tuck mal, geh mal aus dem Weg! Mit euch legen wir uns nicht an. Wir haben schon gesehen, was ihr gemacht habt. Leiche. Warum habt ihr versucht, uns umzubringen? Weil wir dachten, das ist die neue Bande in der Stadt. Das wollen wir nicht. Die neue Bande. Ach ja. Ey Mann, ihr habt große Ferkinderkrieger dabei. Kann doch nicht sein, dass ihr wieder die Leute von Jara auffüllt. Die haben wir so gut dezimiert, Mann. Außerdem kann ich es überhaupt nicht leiden, wenn das so viele Männer sind. Ja, und möchtet ihr das mit den Göttern nochmal ausführen? Scheiß auf die Götter. Ich überlasse das Urteil ganz euch. Meine Meinung kennt ihr. Wir haben uns ergeben, ja? Naja, das macht euch ja nicht weniger unschuldig. Mann, bist du scheiße. Mann, bin ich ein Chorgeweihter. Scheiß auf Chor. Rafim, ich glaube, du meintest im Übrigen, das macht euch nicht weniger schuldig. Unschuldig. Ja, wie auch immer, muss die Visierer entscheiden. Sulamin. Darf ich? Wir haben ihre Leute exekutiert, weil wir, sagen wir mal, im Krieg waren. Aber sie ist diejenige, die die Befehle gegeben hat. Und wenn ich ihre Leute nicht begnadigen soll, aber am Leben lassen soll, so muss sie dafür die Verantwortung tragen, was geschehen ist. Du darfst. Ja, wunderbar. Wer sind deine anderen Leutnants? Ich hab keine anderen Leutnants. Tod, habt ihr erschlagen. Naja, dann. Wie möchte die Visierer das ausgeführt sehen? Wollt ihr die auch hängen? Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos hängen, kriegen wir hin. Tag, hol mal wieder das Seil her, wir schmeißen die um vom Turm. Conan, hol mal das Seil! Ey, Sheriff, wach, hol mal das Seil! Oh, daran müssen wir auch noch arbeiten, eine Meldekette, also das hat ja auch... Seil! Ich schwör's dir, die stehen hier gleich mit 50 Seilen, Sulamin, das habe ich schon beim letzten Mal erlebt, da wollte ich nur Butter und dann hatten... Oh mein Gott! Nach 10 Minuten steht Answoon mit einem riesigen, langen, 15-längen Schritt Tau in der Hand vor euch und... Ja, Truck hat es nicht gebracht, Kornen hat es nicht gebracht. Die fühlen sich alle nicht für sowas wie Seil zuständig.
Ich befürchte, das Seil ist nicht geeignet. Doch viel zu dick. Ich mach da einen Knoten rein und dann lege ich ihr das um den Hals und dreht sie oben vom Turm. Boldax. Kannst du sie nicht einfach so vom Turm treten? Nein, das ist nicht kurz und schmerzlos. Und die Visiere hat gesagt, kurz und schmerzlos. Dann bricht ihr das Genick am besten. Oh meine Güte, ihr seid aber auch ein anspruchsvoller Haufen. Wisst ihr das eigentlich? Kann ich auch einfach so das Genick brechen, Sulamin? Ich denke, das wird den Zweck erfüllen. Gut, dann breche ich ihr jetzt so das Genick. Trotzdem danke für das Seil. Ist schön, dass sich wenigstens einer hier mal um was kümmert. Nun, Raida. Macht euren Frieden mit den Göttern, die ihr so sehr verabscheut. Ich hasse sie alle. Ja, ich hab das Gefühl, sie mögen dich auch nicht. Ja, ich würde hinter sie gehen, sie ist ja immer noch gefesselt, ihren Kopf nehmen und den so zur Seite reißen, dass ich ihr das Genick breche. Ja, Lan, was magst du tun? Ich habe heute zweierlei Dinge vor. Das erste ist, bevor irgendwie im Tempel große Umbauarbeiten stattfinden, werde ich mich dazu meditieren zurückziehen. Maya-Tempel? Ja, Raya Tempel ist der nächstbeste. Und erstmal mit dem Chef ausdiskutieren, was genau wir am besten tun. Ich hoffe einfach mal, Erschwernisse kannst du mir dann sagen. Ja doch. Gilt noch dämonische Umgebung? Nee, mittlerweile nicht mehr. Dann weiß ich nicht, ob überhaupt noch was greift. Lass mich kurz in den L schauen. Also du wirst keine Antwort bekommen, weder von Bryos noch von Vex. Kein Mond, keine Sonne. Wie du ja, das interpretieren magst, ist die obliegen. Okay, bla bla bla, kein magischer Zwang. Es ist einfach geweihter Bruder einer verwandten Gottheit, das ist minus 1. Es ist kein zugedachter Monat. Ja, ich bekomme also noch eine Erleichterung, da sind wir dann bei 15 Sternchen, also kommen 15 Karma rein. Was gut ist, I guess. Ja, ich warte, fragt sich, von wem du das Karma bekommst. Von beiden. Und dann gehe ich auf ihn bestellen. Der namenlose Lachreiser. Tatsächlich der, tatsächlich vermutlich der einfachste, deswegen kriegt er auch die einfachste Methode. Ich gehe zu seinem Zeug hin. Er ist ja sowieso den ganzen Tag weg. Ich gehe zu seinem Zeug hin, wenn ich einen passenden Moment abpasse und suche nach der Seite. Dann tausche ich sie aus. Ja, das ist die Frage. Rafim, schreib mir mal bitte, wo hast du die Seite versteckt? Und danach bekomme ich von Yalan keine Schleichenprobe. Brauchst einfach nur, also du kannst dich ja ohne Rechtfertigung, kannst du dich ja im Schlafsaal bewegen. Ist natürlich die Frage, wirst sicherlich dann auch irgendwie einen Moment abpassen, wo alle anderen weg sind, weil alle anderen irgendwas vorhaben. Du kannst noch Abelmir fluchen hören, wie er da gerade irgendwie ein Papier zusammenknüllt und nicht mit den Strichen zufrieden ist, was auch immer er da tut. Aber was will ich denn für eine Probe von dir haben? Also eine Truhe. Es gibt steht, halt kein wirkliches Suchentalent in DSA. Da steht halt keine Truhe. Da steht ein großer Rucksack von Rafim rum. Ich würde sagen, Rafim wird einen großen Rucksack oder einen Gepäcksack haben. Ja. I don't know, Taschendiebstahl? Ja, auch nicht das ist, richtige. Ist doch Taschendiebstahl. Es geht A, also du weißt nicht, ob es da drin ist. Es geht aber vor allem darum, ob du es so öffnen kannst, ob er es bemerkt oder nicht. Okay, ja. Ja, sehe ich. Also es ist halt niemand da, das sei dir gegeben. Du könntest dem Kind einen Lolli klauen. Aber Rafim darf nicht mitkriegen. Um Gottes Willen, Rafim darf nicht mitkriegen, dass du an seinen Sachen warst. Okay. Ja. Ich würfel einfach einen Taschendiebstahl und dann sehen wir. Das ist sehr gut gelungen. Also Halle ist das gut gelungen. Ja, du öffnest den Auswirtschaft als Hilfstalent sehe ich unten gerade. Es wäre eine Idee, oder? Jetzt ist es zu spät, aber. Du öffnest den Rucksack und nach kurzem Kramen, oh Gott, ist das ein ekelhaftes Stück Fleisch? Seit wann liegt denn das da drin? Du schiebst es beiseite und findest ein Pergament. Er hat das Fleisch drin eingewickelt. Oh Gott, auf ihm. Du guckst sowas, was ist das denn? Das Pergament ist um das Fleisch herumgewickelt, wo auch immer, vielleicht ist das Haifleisch oder sowas, du willst es gar nicht wissen, es riecht ekelhaft. Aber du kannst es dann, du guckst dich ein bisschen um. Abelmir hat gerade so ein Pergament weggeworfen, das ist vielleicht nicht ganz identisch, aber Rafim ist nicht sehr belesen. Du müsstest einmal in den anderen Raum, da wo Abelmir gerade eine Konstruktionsskizze macht und das Papier, das Pergament von Abelmir mit diesen Zeichnungen, müsstest du da drum wickeln, damit Rafim das nicht mitkriegt. Mhm, ich strecke den Kopf in den nächsten Raum. Aber mir. Bin gerade über Zeichnung. Winke dich so heran. Ich
Ich wollte nur mal schauen, ich stelle mich da neben ihn, ich wollte nur mal schauen, wie es so läuft. Und dann, wenn ich neben ihm stehe und er gerade am Zeichnen ist, wollte ich mich ganz vorsichtig runter und sammle einfach einen der zerknüllten Papier-Pergament-Dinger auf. Ja, wir haben eine Sinnenschärfe proben. Nee, Götter und Kulte. Götter und Kulte, okay. Das ist ein Wissenstalent. Ist nicht schlecht. Wahrscheinlich, also ob das nur Kriegelkrackel war oder nicht, aber du glaubst so das Papier, das Pergament auf, irgendeine Zeichnung, du kannst es nicht mal genau erkennen, vielleicht irgendwas für einen Stiefel oder sowas, aber er hat immer wieder die gleichen Zeichen drauf geschmiert und beim zweiten Blick erkennst du AGM, 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 AGM. Mhm,